Jo Leute, na, was ist hier wieder am Start? Ihr glaubt's kaum, es ist Minecraft. Ja, nicht so elastisch. Nee, wie sagt man? Elastisch. Nicht so elastisch, naja, das auch. Nicht mit so viel Elan. Sonst schalten die Leute ja direkt ab, weil wir dann so einen fetten Spannungsbogen drin haben, ne? Schwör. Ja, so. Richtig blöd, natürlich. Ja, Leute, ich habe schon offscreen hier ein bisschen weiter geworden. Nein, war ein Spaß, ey. Ich habe hier nur diese kleine Wiese gepflanzt mit allen meinen Pflanzen. Du warst 3 Minuten am Server. Ja. Total offscreen. Aber trotzdem muss ich das. Ich erwähne wenigstens sowas, wenn ich illegal auf dem Server bin. Ja, wir können gar nicht illegal drauf, weil dein Server ist. Ja. Na, echt mal. Wisst ihr? Guck mal, die sagen es einfach nicht, wenn sie illegal drauf sind. Meine Güte, ne. Aber Leute, ihr wisst ja, der Einzige, der hier kompetent bin ja nun mal ich, ne? Ja. Ja, nein. Alex, pass auf. Brauchst du noch ein paar Eier? Ja, du bräuchtest mal ein paar Eier. AFK, erstmal kurz im Internet was nachgucken. Ich bin AFK. Nein, ich bin nicht AFK, ich bin mal Minecraft, ich mache hier gerade nichts so. LOL. Wo ich das gerade lese auf Facebook hier, was sagt ihr euch zu der ganzen Aktion in Syrien, ne? Oh, das Alex! Viel, ne? Das ist ja nicht viel. LOL. Alex, dein Statement brauchen wir jetzt. Alex, du hast einen Einsatz verpasst. Warte, was? Ja, genau den. Mein Gott, ich hab gestern Nacht nicht geschlafen, ich bin noch ein bisschen müde. Wir haben alles durchgeplant, bis wir neu anfangen, Markus. Was? Alex hat nicht auf das Drehbuch geachtet, müssen wir neu anfangen. Was hat der gemacht? Alex hat nicht aufs Drehbuch geachtet, müssen wir neu anfangen. Wieso hat er nicht aufs Drehbuch geachtet? Wir haben doch alles aufgeschrieben vor der Folge, was wir sagen. Nein. Doch klar, wir haben komplettes Drehbuch für die nächsten 10 Folgen schon. Stimmt ja. Ja, Markus ist auch konntest du das nur ja, aber jetzt machen wir einfach mal weiter, Kevin, oder? Nein, also mal ehrlich jetzt, was ist eine Ratenaktion, ne? Ja, Markus, so Ladies first. Er schreibt im Chat. Nein! Hä? Ich bin so blöd, Alter. Ja, aber was hast du gemacht? Sehr interessant. Manche Scheiße! Was hast du gemacht, Markus? Deine Mama. Bei so einem trüben Wetter kann ich einfach nicht arbeiten. So. Möchtest du jetzt etwas sagen, Markus? Was möchte ich denn sagen? Ja, zu meiner wie nennt sich das? Minderwertigen Spasmen. Ne, zu meinem verzweifelten Versuch, irgendein Thema anzufangen. Wir brauchen kein Thema. Wir labern Scheiße und das verkaufen wir dann als hochwertiges LP. Fensterrahmen. Nein, das ist zu niveaulos, Alex. Aber ich habe gerade ein niveauvolles Thema angefangen. Ich möchte gerne, dass dies ausgeführt wird. Zum Beispiel? Ich hab gedacht, Markus, was sagst du zur Aktion in Syrien? Dann kam... Scheiße! Ach so, ich hab nicht zugehört. Ich höre generell sehr selten zu, wenn du was sagst, aber... Jetzt begebe ich dir die Chance, dich noch... Was? Ja, du hast gerade gehört, mir selten zu. Das ja. Das Alex, geht mir auf die Eier. Alex, du sollst dem Kevin von den Eiern runtersteigen. Sofort. Also Markus, nächster Versuch. Was sagst du dazu? Was ich zu Syrien sage? Ja, was daran los ist. Ich sag, das ist natürlich jetzt eine taktisch sehr ungünstige Situation für Europa. Ja, da wollen die Staatschefs natürlich wieder dicke Hose machen, ne? Hat man ja bei Cameron gesehen. Hat man ja gesehen, wie das scheitert, ne? Schwör. Weiß morgen, dass irgendjemand hat gesagt, das ist eigentlich nur ein militärischer Schwanzvergleich. Ja. Wer greift das erste an, sozusagen? Nee, finde ich nicht. Das ist ein bisschen sehr salopp gesagt. Nahosten ist eine sehr konfliktreiche Zone, nach dem Motto, halten wir uns jetzt rein oder halten wir uns jetzt raus? Ja. Stecken wir unseren Schwanz ganz tief rein oder gehen wir es eher von der Seite an? Ah! Verdammt! Ja, aber jedenfalls. Was denn? Jedenfalls, wenn hier. Sagen wir mal, guck mal, die Amerikaner auch gerade, die würden das sogar im Alleingang machen. Da sieht man ja schon mal, dass die Amerikaner wieder zeigen wollen, dass sie die Militärmacht Nummer 1 sind, sag ich mal, oder? Naja, die Weltpolizei, wie man es auch gerne sagt. Ja. Aber ist doch eigentlich so, oder? Das wollen die eigentlich damit symbolisieren, würde ich sagen, oder? Ach, die sind Versager. Das sind wie alle Länder, einfach dicke Hose. Weißt du, Amerikaner sind immer, hey! Heißt ja, das ist ein Amerikaner. Das Hallo? Ist ganz, ganz typisch amerikanisch, ist das. Immer voll auf dicke Hose, ich schwör.
Da muss ich nicht viel zu sagen. Und wenn sie angreifen, wäre es ein großer Fehler, würde ich meiner Sicht sagen. Auch wenn das mit dem Giftgas. Ich finde auch, dass das ein großer Fehler wäre. Auch wenn das mit dem Giftgas schon ein großer Fehler war, aber was bringt das, wenn die Amerikaner, auch wenn die so taktische Punkte angreifen wollen, auch an diesen taktischen, strategischen Punkten, wie gerade nur würde ich sagen, von Assad, dann wohnen ja alle, arbeiten ja auch Menschen. Hast du Stoffuhr gestartet, Kevin? Ja, klar, gut. Aber das ist natürlich wieder egal, ne? Hm? Weil dann waren es halt die Amis, die ganzen Typen da umgemetzelt haben und nicht Assad, dann interessiert sie wieder keinen. Das kannst du eh alles logisch. Nicht verfolgen, was die da machen. Also finde ich eher, sollten natürlich sich nicht da rauslassen. Das ist nicht deren Land und eine akute Bedrohung ist es für uns auch nicht. Klar werden da viele Leute umgebracht und das ist natürlich nicht gut, aber ich meine, wenn wir uns da jetzt einmischen, dann machen wir uns auch irgendwie schuldig. Und ganz ehrlich, wenn du mal bedenkst, wenn die Amerikaner da jetzt eingreifen würden, ne? Würde denn? Und das dann ein bisschen ausartet, also nicht nur mit ein paar strategischen Raketen auf irgendwelche taktischen Punkte von der Stadt, dann kann es auch mal ganz schnell in Richtung von dem zweiten Vietnam ausarten. Nee. Ja, natürlich. Der wichtigste Punkt ist, ob wir uns da raushalten oder ob wir uns nicht raushalten und wie die Merkel das jetzt dazu steht und was sie dazu sagt. Ja, weil wie Cameron da gescheitert ist von wegen, jo, wir steigen voll ein, ich schwör. Das war ja dann eher nicht so. Ende doch nicht. War dann am Ende ja doch dann irgendwie ein bisschen sehr erbärmlich. Ey, was willst du denn? Mann, komm, verpiss dich. So. So. Ja, aber ihr, vielleicht wisst ihr schon was anderes. Es ist ja Dauertime. Alter, noch so ein Kollege. Also wir nehmen jetzt am Freitag auf, das ist die aktuelle Lage, sag ich mal. Was heißt denn hier aktuelle Lage? Ja, vielleicht bis die voll raus sind, haben die Amerikaner ja schon angegriffen. Vielleicht greifen die auch jetzt gerade schon an und wir hören gerade keine Nachrichten, weil wir gerade in der Aufnahme sind und vielleicht verlassen wir jetzt schon alles. Ja, ich habe aber nebenbei gerade einen öffentlich-rechtlichen Fernsehen an und die würden wahrscheinlich das für eine Einmeldung unterbrechen. Nein, das glaube ich nicht. Fußball wird nie unterbrochen. Das ist der Quoten-Hitch. Das stimmt, das ist auch richtig so. Ah nein, zwei Mini-Zombies, Alter, was geht mit denen ab? Ja, heute ist gerade, falls für die, die jetzt nicht Fußball bewandert sind, oder es einfach haten wie Markus. Ja. Gerade das Bayern-Chelsea. Fußball ist scheiße! Jetzt kommen sie doch mal leise. Markus, mein Gott, Mann, ey, wie die immer nerven, ey. Fußball ist. Ganz kurz, Markus, lass mich bitte einmal aussprechen. Heute ist der Supercup. Europa League-Sieger gegen Champions League-Sieger, Bayern-Chelsea. Supercup. Rückspiel sozusagen für Supercup, Mama. Für Champions League-Finale 2011. Supercup! Ja. Markus, kannst du bitte die Fresse halten? Super! Ist so und super. Und ich mein 2012. Ist so super. Und, ja, Markus, Glitch ist eh scheiße, hört eh keiner. Was? Glitch hört auch keiner. Und Flamey sieht deswegen jetzt weg. So. Und schon heul da rum. Wah! Wah! Boom! Clash, boom, bang. Oh, Kevin. Hilf mal reparieren. Was Markus kaputt gemacht hat, mach ich ihm auch kaputt. Ja, ich hab kein. Ach, ich hab leider Scheiße. Keinen Netersand. Netersand? Wo hab ich denn Netersand? Nee, ich. Soul Sand, du Lappen. Soul Sand oder was das ist. Wo war das denn? Ja, rat mal, wo haben wir Soul Sand an der Oberfläche? Ach, ich meine nicht. Ah! What the fuck? Ja, zwei Creeper stehen instant um die Ecke, Alter, und ich ach, war. Du Scheiße, Minis. Ich war. Was kannst du eigentlich? Ja, Leute, Sachen in die Luft sprengen, hast du gerade gesehen. Markus, wo ist hier Soul Sand? Hier kannst du. Das war ein Spaß, Mann, Netherziegel, du Spacken. Bedarf hast du ja wohl noch welche. Ja, stackerweise, aber ich habe keine Glas mehr. Alter, Markus, wie viele waren denn die da? War auch nie Glas. Zwei waren da, die sind instant hochgegangen. Für Markus, die Scheiß. Die waren nie Glas. Hä? Die waren nie Glas. Doch, an der Gemüsefarm. Die ist auch mit hochgegangen. Die ist auch kaputt, ja, das war nicht mein Problem. Ja, Tore ist eh nie da, also von daher, Mama. Wow. Er ist eine Viertelstunde da, aber egal. Ja, dann sieht er, der merkt das doch eh nicht, Mann. Da er hier gerade bei deinem Wasserfall, weil er im Hafenzwerg ist und er hier lang rennt, fällt es überhaupt nicht auf, dass du gerade so ein fetter Wasser, dass du gerade einen neuen Wasserfall erfunden hast. Ja, ist doch schön. Nee, das ein Wasserfall, komm, wer findet das denn nicht schön? Ich helfe noch ein bisschen, Markus. Aber Glas habe ich nicht. Aber Alex, du hast Glas, das habe ich ihm gebrannt. Alex, jetzt mal holen. Hast du das mit Erde gemacht hier außen? Nee, ne? Egal, ein bisschen. Jedes Mal wird es ein bisschen anders. Hab ich so gemacht wie jetzt. Dann da noch. Außer hier muss noch ein Kobbel noch hin, sonst ist da alles eher dann weiter. Okay. Also so. Genau, und dann nach oben noch. Erde? Nee, Cobblestone. Das ist ein Weg. So. Genau, der Rest wäre Erde da unten. Okay. Der muss noch weg hier, jemand auch an die Erde. Ich weiß auch nicht, wie so ein Cobblestone ist. Alter, kann das Wetter auch mal normal sein hier? Scheiß Minecraft, mein Gott.
Gewitter. Wusste euch schon vorher bekannt geben, ist eine sehr wichtige News, dass man bei BR4 nicht vom Blitz getroffen werden kann. Wisst? Es blitzt hier auf dieser Pace Storm Map da. Ja, ja. Das wäre noch geil, wenn du den Heli runterholen könntest, wenn der Blitzer einschlägt. Ne? Alter, wie viel haben die denn hier losgesprengt, die Scheißviecher, ey? Also ich kann das Kies reparieren schon mal. Das Kies. Ja, Kies. So. Alter, die ist auch kaputt, Marco. Miss? Ja. Das hab ich gemacht, das ist eine Ausbuchtung. Da kommt noch eine Fackel rein und sowas und vielleicht noch ein Bild oder so ein Gemälde. Oh. Boah, ich hab keine Pfeile mehr, Mann. Ich klär das. Du reparierst mal hier. Ja, ich repariere. Ich mach hier den Bodyguard. Das ist gut. Ey, ich schwör. Schützt du mich? Kommst nicht rein. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Ey, kommst du nicht rein? Was willst du hier? War das ich? Hier sieht. Ohne Rüstung. Ein bisschen sehr, naja. Und ohne Essen. Moment. So wie so ein Türke, ey. Immer auf dicke Hose machen, aber doch nur die Eischeier aus der eigenen Familie durchnehmen, ne? Na, das ist auch wieder so ein Klischee. Also ich kenne einige Türken. Aisha, écoute de moi, ne? Ich schwör. Ich kenne einige sehr nette Türken. Du kennst sehr nette Türken? Ja, einige. Ja, du wohnst nicht in Köln. So. Ja, die Situation in Köln ist mir leider nicht bekannt. Alex, du kannst... Du hast doch so ein Ding abonniert. Alex kann ja mit unserem Kanal sogar. Hm? Der macht doch so Türken-Videos, irgendwie so komische. Bei dir gehen, Chef. Ja. Ganz genau. Bei dir gehen, was los? Ja, was los? Eigene, was los? Ja, das ist Köln. VIP, was los? Da hatte mal seine eigene Serie auf... auf der heißen... Da heißt das nochmal. Komm mal, ich stand drin. Hart mit Buddy und Gini, Chef. Ja, das ist ziemlich krass. Also so ist das ungefähr in Köln. Ja. Was los? Mama. Wann zieht Hardy nach Köln? Alter, unter jedem Video 30 Mal, ne? Wollte Hardy nach Köln ziehen? Ja, schon vor einem Jahr und jetzt fragen wir 20 Mal unter jedem Video. Wann zieht Hardy nach Hardy Köln? Hardy einfach der Geilste ist, ne? Aber er soll in Hamburg bleiben, weil Hamburg einfach geil ist. Ja, Hamburg ist echt geil, aber... Besser als Köln, würde ich sagen, meiner Sicht. Ja, das finde ich auch. Aber er will eh nur nach Köln, weil man in Köln ja an der Gamescom ist. Wenn er dann auf die Gamescom kommt, ja. Hat der ist ja auch, die sind ja alle gekommen, ne? Wo wohnen die eigentlich? Ja, Köln? Ja. München? Nee, alle, doch. Alle wohnen in Köln, Hardy in Hamburg und einer wohnt woanders. Jay, glaube ich, ne? Nee, Jay und Bram haben noch mal diese Real-Life-Duells da gemacht. Nee, also Bram und Chris wohnen ja zusammen. Wenn die mal ihr so Real-Life-Duell machen, dann muss Jay wohl auch in der Nähe wohnen. Und die gleich mal in Köln, jedenfalls. Pete wohnt auch in Köln. Sepp wohnt glaube ich nicht in Köln. Obwohl doch, Sepp wohnt in Köln. Ach, kein Plan, ist mir auch egal. Wieso habe ich 10 Kartoffeln? Hast du alles repariert, Mann? Ich glaube schon. Ja, Alter, was ist denn hier denn hier? Lol, Creeper was? Bei Markus Quad. Den gibt's. Was wo? Ich mit was, dir. Was nein, nicht ganz gefragt? Da. Da. Oh, da. Oh Mann, Kevin! Ich hab genau dasselbe Loch aufgestellt, was Markus gerade repariert hat. Bist du inkompetent? Habt ihr nicht gesehen? Ich hab den nicht gesehen, Mama! Du standst hinter mir, hättest mir wohl sagen können. Ich hab ihn nicht gesehen, Mama. Lol, was ist das denn hier? Ach so. Nice. Jetzt sind wir in mein baldiges Haus reingefallen. Ja, natürlich. Sehr schön, Kevin. Hast du noch alles unterirdisch weggesprengt? Das ist unglaublich. Nein, der Kollege, der ist unglaublich, Alter. Das kann man nicht unterirdisch wegsprengen. Ein Creeper sprengt nicht im Wasser. Parallel. Ich finde das immer noch so genial, was hier steht, ne? Was steht da? Wir puffen, müssen wir umfallen. Ich habe bei Facebook bei Suche einen Freund eingegeben, ne? Professional Facebook Stalker steht da eiskalt drunter, ey. Oh mein Gott. Müsstet ja eher sehen, aber ne. Alter, manchmal können die echt schreien hier, Alter. Ja, das ist doch nicht wahr, Mann. Wie inkompetent kann man denn sein, Alter? Das Glas ist schon wieder weg. Mensch, Kevin. Soll ich denn jetzt noch ein paar Eier werfen? Nein, Alex, du sollst einfach die Fresse halten, Alex. Gehst du dein Eierwerfen richtig auf den Keks, ey. Das ist unglaublich.
Alex, ich hab noch, du kannst mal Last holen aus deiner Bude. Ist bei dir im Ofen. Ja, mach mal, ich bin mal kurz weg. LOL, Markus! Super! Ich hab kein Schwert mehr, ist gerade kaputt gegangen. So, jetzt kommt Stürmenaktion, ja? Hast du noch einen Bogen? Einen Bogen? Ja, mach. Ja, so, wo die Mühle ist. Ich sehe ihn immer noch rumlaufen. Bisschen Wasserfall rein, geil. Ja, Markus, geil, geil, die Punkte. Naja, ich brauch die ja. Kannst du bitte Regen was machen, sonst despawnen die nie. Tore ist ja nicht da, der meckert hier nicht rum. Ach komm, Regen ist unnötig, das bringt nichts. Ah, die Folge ist um, Markus. Nee, ich repariere das jetzt erst noch. Okay. Mein schönes Glas, Mann. Dein Schatz. Und innen drin... Lol, Creeper, ich stehe mit meinem Leben, da kommt ein Creeper um die Ecke. Das war ja mal mega knapp. Hätte ich eine Sekunde später mich umgedreht, dann hätte er hochgegangen. So das Lebenhaus. Oh. Oh. Nie wieder Leben farben, das habe ich mir geschworen. War es doch so schön. Nicht wahr, Leute? Die vom Anfang an dabei sind, können gerne mal in die Kommentare schreiben. War das nicht schön? Leben farmen. Dem Kevin zugucken beim Leben farmen. Ah! Creeper! Der macht den. Mit einer High Frame Rate. Da, es wird push to talk. Nein! Boah, leck mir die Kimme, Alter. Hast du schon wieder erzählt? Ja, ich hab schon wieder alles hochgejagt. Zum dritten Mal dieselbe Ecke. Und wie ist Alex heute schweigt? Der muss auch sonst mal Alex. Alex ist gerade auf K. Der muss sonst mal Markus Kisten besuchen. Ja, ich hab übrigens eine neue Fall. Ach nee, darf ich ja gar nicht erzählen, sonst merkt der Alex das ja. Jetzt auf AFK. Ja, ich habe eine neue Zerquetschfalle gebaut. Alter Hund. Ja, ich habe ein bisschen in YouTube mal geguckt. Und. Alter Hund! Ja, und habe ich gesehen, wie geil einfach das ist. Dann habe ich die natürlich direkt mal an eine der bestimmten Kisten dran gebaut. Alter Hund! Wenn er die öffnet, ne? Der ist ja mal vorbei mit dem, ey. Du alter Hund! Habe ich mir auch gedacht, ne? Finde ich so lustig, dieses Einatmen dann so durch den Mund so. Dann krieg ich immer so. Das ist voll lustig, ne? Fehlt dir das nicht auch? I like da 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 da. Alex's Brain AFK. Ich kann seinen Garni, Ton ausnehmen. Ohne Probleme. Warum war ich Brain AFK? Ich war allgemein AFK. Ey, Markus, Alex Garni hat den geilsten Scheiß Markus nicht mitbekommen. Markus. Hi, Alex. Leck mich am Arsch. Guten Tag. Nur so ist Neugier. Hm. Hatte ich eigentlich noch Kartoffeln? Nee, oder? Nö. Aber hier hatte ich mal 10 Gold drin, das weiß ich nicht. Das weißt du noch? Ja, darf ich fragen, wo die sind? Hier ist. Aramakos. Da. Das ist einer, du Lachs. Achso, ja, stimmt. Ich bin nicht so gut in Mathe. Merk das schon. Das sind 9. Ach ja. Hätte ich aber auch vorher sagen können, dass jetzt 9 LKs kommen. LKs werden überbewertet, ne, Markus? Was? LKs werden überbewertet. L ja. Was? D. LKs. Was ist denn LKs? Du, Mathe. Ach, LKs, nicht. Ich hab. Leistungskurs, mein Gott, Markus. Ja, deine Mama. Guck mal, ich bin voll der Adventure Map King. Montag Adventure Map Aufnahme, ne? Boah, weiß ich nicht. Da hast du gefällig Zeit zu haben. Ich kann wirklich garantieren. Also, die Folgen sollten wir jetzt beenden. Ich guck nochmal gerade, ob innen was kaputt ist in dem geilen Haus da. Sowieso. Benutzen wir eh nie, Alter. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Die Folge ist schon zu Ende seit 5 Minuten, aber. Mir doch egal. Ja, kann ich ja nicht wissen. Ich war nicht da. Oh, ich hab die Kartoffeln geerntet aus Versehen, weil ich da drauf gesprungen bin wie so ein Mongo. Alex, wir nehmen mit Markus auf. Hä? Nix. Dann muss man mit sowas rechnen. Keine Zeit am Montag, ich schwör. Doch, hast du. Nein. Nee, Montag, also ich hab keine Montag nimmt doch Alex Adventure auf. Was? Montag nimmt doch Alex Adventure auf. Ich nehm doch nicht auf, Ton drauf. Ja, du bist dabei. Mittendrin. Da ich sind wir dabei, das ist prim. Was? Alter, echt, ne? Hier, Guardiola hat immer dasselbe Hemd an, immer. Schwör. So, hier, nächste Folge. Wieder rum, ja, gut, hau da rein, Leute. Ne? Wir wollen jetzt diesmal ein bisschen pünktlicher werden, mein Gott. Alex, stell dir wieder zu Mute. Bin ich deine Mama oder was? Weil der Tore nicht. Ich kill jetzt erstmal Tores Pferd, ey. So, der hat keins mehr. Alter, wehe, Markus, ey, das geht richtig, ey.
Man sind ja seine Steh Gründe. Auf Ärger. Ach, tot. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Ich hab dem gesagt, vor 10 Folgen, wenn er es nicht abholt, töte ich's, so. Er war aber auch nie da. Der war immer da und ich hab's ihm dreimal dran erinnert. Könnt ihr gerne die Folgen nochmal durchgucken, so ist es jedenfalls tot. Ja, okay, komm, nicht so voll, zack, zack, zack. Ja, ja, okay, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!